Die Firma Laofas hat mit der Rainbow Fresh RGB LED-Lampe ein gutes und vor allem sehr günstiges Produkt am Markt. Der Nachfolger, die Rainbow Sophomore, kann deutlich mehr und das quasi zum gleichen Preis. Wir sind Marius und Joscha, ein Kameramann und ein Regisseur. Wir machen Comedy, Musikvideos und Werbung und sind außerdem Geschäftsführer der Firma Supersteady aus Köln. Hier nehmen wir euch mit, hinter die Kulissen und hinter die Kamera. Auf die New Adventures, denn jeder Dreh ist ein Abenteuer. Wie immer gilt, dieses Review ist unbezahlt, aber natürlich haben wir die Lampen zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen. Und wie immer sage ich auch sehr, was mich bzw. uns stört. Laofas scheint eine Firma zu sein, die einfach das Wörterbuch aufschlagen und ihren Produkten entsprechend irgendwelche Namen geben. Nach der Rainbow Fresh jetzt die Rainbow Sophomore. Und wem das noch nicht reicht, der kriegt hier noch die Erklärung, dass es sich um einen Glowing Big Bug handelt. Verstehe ich nicht, aber darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass darin überraschend gute Produkte liegen. Technisch unterscheiden sich die Rainbow Fresh und Rainbow Sophomore nicht so deutlich. Die Rainbow Sophomore ist allerdings etwas heller mit 840 Lumen gegenüber 650, wenn mich nicht alles täuscht. Man kriegt also schon mal mehr hier raus. Ansonsten ist eigentlich fast alles gleich geblieben. Es gibt immer noch den CCT-Modus von 2500 bis 8500 Kelvin, was auch absolut in Ordnung ist. Es gibt auch weiterhin den HSI-Modus, also Hue Saturation Intensity, wo man sich von 0 bis 360 Grad aus dem Farbkreis eine Farbe auswählt und deren Intensität, also Helligkeit und Saturation einstellen kann. Das hat schon bei der Rainbow Fresh nicht gut funktioniert, denn je weniger Sättigung man gegeben hat, desto verfälschter wurde die Farbe. Und leider ist das auch bei der Rainbow Sophomore der Fall. Hier auf einem 100% Rotton, wenn ich einfach mal die Sättigung senke, landen wir irgendwann wieder bei einem sehr bläulichen Weiß. Das hat definitiv nichts mehr mit dem Rot zu tun, was ich ausgewählt habe. Es ist gefühlt ein bisschen besser geworden, aber leider immer noch nicht perfekt. Wer also wirklich auf HSI angewiesen ist, wird hier nicht glücklich werden. Abseits davon gibt es auch noch einen RGBW-Modus, wo man sich selber eine Farbe zusammenmischen kann aus verschiedenen Werten für Rot, Blau, Grün, Warmweiß und Kaltweiß. Das finde ich persönlich ein bisschen umständlich, weil die Steuerung dafür sehr fummelig ist, aber good to have, wer wirklich Farben selbst mischen möchte. Außerdem gibt es, wie mittlerweile natürlich üblich, auch Presets für Effekte. Die sind, muss man sagen, mal mehr und mal weniger hilfreich. Ich persönlich glaube, man braucht sie eher selten, dadurch, dass es sehr extreme Effekte sind, die hier auch nicht gedimmt werden, sondern eher ziemlich extrem gehen. Das hier ist die Faulty Bulb. Und so ein Lagerfeuer in der Form halte ich auch für sehr extrem. Das kann dann gut funktionieren, wenn man eine Lampe hat, die ein gutes Effekt-Preset hat und sie dann mit ein paar von solchen Rainbow Fresh oder Rainbow Sophomores kombiniert. Das haben wir auch schon gemacht und dann echt schöne Ergebnisse bekommen. Ja, das hier ist der typische Fernseheffekt. Ich weiß nicht genau, welches Programm man hier schaut. Sehe ich aus, als würde ich Fernsehen? Man kann alle Effekte in drei Geschwindigkeitsstufen, Slow, Normal und Fast, einstellen. Das ist ein nice to have, allerdings macht es die jetzt auch nicht deutlich verwertbarer, vor allem weil die meisten Effekte, wenn man sie slow schaltet, dann so deutlich hin und her schalten, dass es definitiv nichts Realistisches mehr erzeugt. Das Design wurde überarbeitet und ist jetzt etwas weniger fummelig als noch bei der Rainbow Fresh, wo mich die Steuerung wirklich gestört hat. Aber sie ist auch immer noch nicht wirklich gut. Schön finde ich, dass die Dimmung jetzt über einen Drehregler funktioniert, der sogar mit Hardstops versehen ist. Das war bei der Rainbow Fresh noch deutlich nerviger. Es gibt auch statt 5 Knöpfen wie zuvor nur noch einen einzigen und ein Drehrad FN, das man auch noch drücken kann für verschiedenste Einstellungen. Und darüber stellt man auch zum Beispiel die Farbtemperatur im CCT-Modus ein und das ist dann wieder etwas fummelig und fühlt sich auch ehrlich gesagt so an, als würde das irgendwann mal abbrechen. Also Verarbeitungsqualität in dem Fall semi. Dafür muss man sagen, die Verarbeitungsqualität generell ist überraschend gut. Für 60 Euro kriegt man hier wirklich ein okay verarbeitetes Ding, was glaube ich auch wirklich was aushalten würde, ohne direkt zu zerbrechen. Jetzt aber mal zu einer der Neuerungen, die wirklich die Rainbow Sophomore von der Rainbow Fresh extrem unterscheiden und deutlich hochwertiger machen. Die Rainbow Sophomore sind endlich auch mit Magneten eingebaut. Das heißt, man kann super schnell an verschiedenste Orte kommen, wie jetzt in dem Fall unseren Schrank hinten. Und das ist ein Feature, was ich im Alltag so häufig einsetze und wirklich, wirklich gut finde, dass man das hier nachgeholt hat. Musik
Außerdem eine der großen Neuerungen ist die Steuerung per App. Über App-Steuerung kann man denken, was man will, tue ich auch mal so und mal so. Bei Licht finde ich es allerdings sehr, sehr geil. Ich habe mich dann gefragt, Laofa ist eine Firma, von der hört man nicht wirklich viel, die sind noch nicht lange am Markt, meines Wissens nach. Kann das wirklich was geben? Und die schöne Nachricht ist, ja, tatsächlich sehr einfach und sehr entspannt kann ich mehrere Lampen pro Channel steuern. Ich habe diese beiden Lampen auf einem Channel und diese auf einem anderen und kann jetzt hier in der App, in der ich gerade Channel 1 ausgewählt habe, ganz easy Helligkeit, Farbe, aber auch HSI oder eben die Presets auswählen und die reagieren extrem gut. Da war ich total überrascht. Das haben wir kürzlich in unserem Kurzfilm Valkyren direkt eingesetzt, um im Auto Lampen von vorbeifahrenden Laternen zu verstärken, damit der Fahrer das abbekommt. Wir sind also einfach mitgefahren und haben per App die Helligkeit reguliert. Und das ist wirklich geil, weil man plötzlich ein stufenloses Dimming bekommt, ohne dieses typische Klack, 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 Klack. Das einzige Problem, was ich bisher noch sehe, wenn ich diese Lampen auf Channel 1 einstelle und sage, ja, so will ich sie haben und ich wechsle jetzt in der App auf Channel 2, übernimmt Channel 2 die Einstellung von Channel 1. Und ich müsste jetzt hier separat neu umstellen. Nein, 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 ich will dich auf grün haben. Wenn ich jetzt wieder zurück auf Channel 1 gehe, übernimmt Channel 1 die Einstellung von Channel 2. Das ist natürlich kompletter Nonsens und da muss Laofas nochmal deutlich nacharbeiten. Sollte hoffentlich per Firmware möglich sein. Auch im Lieferumfang hat sich was getan. Zur Lampe gibt es jetzt noch eine kleine Diffusion mit dabei. Das finde ich ziemlich gut. Die ist ein bisschen fummelig zum Anbringen, aber dadurch, dass diese kleinen Lampen meistens doch sehr, sehr hartes Licht haben, ist das ein gut durchdachtes und nettes Add-on. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man plötzlich das riesige, softe Keylight bekommt, aber es macht definitiv einen Unterschied und ich persönlich finde es einfach cool. Die Laofas werden mit einem internen Akku betrieben, sowohl die Rainbow Fresh als auch die Rainbow Sophomore. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, man braucht keine externen Akkus. Der Nachteil ist, man kann keine Akkus wechseln. Wenn sie also leer sind, muss man sie erst aufladen. Laut Herstellerangaben halten die Teile 1,5 Stunden auf maximaler Brightness. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Allerdings fehlt bei der Rainbow Sophomore das, was wir bei der Rainbow Fresh so toll fanden, und zwar eine exakte Anzeige, wie viel Akkuleistung man noch übrig hat. Man hat jetzt statt der exakten Minutenanzahl plötzlich nur noch 4 Striche, die einfach weniger werden und das ist ungenauer und ja, schade. Dafür laden die Kollegen über USB-C und entsprechend auch relativ schnell. Und eine Neuerung gegenüber der Rainbow Fresh, man kann sie jetzt auch, während man USB-C-Strom zuführt, die Lampen verwenden. Das ist super, denn das heißt, man kann sie auch mit einer Powerbank oder Feststrom betreiben, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass der Akku so schnell leer geht. Dementsprechend eine sinnvolle und gern gesehene Weiterentwicklung zur Rainbow Fresh. Ich glaube, damit habe ich alles. Die Rainbow Sophomore ist also eine Lampe, die für 60 Euro sehr viel bietet. Natürlich mit ein paar Defiziten, wo jeder selber entscheiden muss, ob sich das für ihn oder sie lohnt. Für mich persönlich lohnt es sich auf jeden Fall. Ich würde die Rainbow Sophomore auf jeden Fall empfehlen. Gerade für den Preis kriegt man einfach ein sehr, sehr geiles kleines Licht. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Erzählt mir doch gerne mal in den Kommentaren, wofür ihr solche kleinen RGB-LED-Lampen einsetzt, weil ich glaube, das Einsatzgebiet ist riesig verstreut und jeder macht wahrscheinlich was anderes Verrücktes damit. Ich freue mich, von euch zu hören, den Daumen natürlich nach oben zu sehen, das Abo und so weiter und so fort, bla bla bla. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschö, und schöne Weihnachten, falls ihr das hier vor Weihnachten seht.